Hallo Leute, willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Sandra Harlos und heute war ich zufällig im Rossmann. Und wisst ihr, was ich da gesehen habe? Ich zeige es euch gleich mal. Adventskalender! Natürlich habe ich mir gleich den von Isana mitgenommen, weil die Produkte liebe ich einfach. Die sind gut und die sollte man halt nicht unterschätzen, obwohl sie nur die Eigenmarke von Rossmann sind. Und deshalb, wie gesagt, habe ich mir den Kalender gekauft, weil ich mich schon sehr auf die Produkte freue. Und ja, ich würde sagen, wir packen den zusammen aus. Und ich werde es aber nicht so machen, dass ich die Türchen suche, 1 bis 24, sondern ich werde die Türchen random öffnen, weil sonst ja so viel Zeit mit Suchen vergeudet wird. Okay, dann will ich nicht lange schnacken. Los geht's. So, das erste Türchen. Ah, wie cool ist das denn? Genau. Sind solche weihnachtlichen Nagelsticker. Ja, ist ganz süß, ne? Gefällt mir. Werde ich auch mal ausprobieren und mal gucken, wie die so halten. So, nächstes Türchen. Das gönne ich mir. Steht da drauf. Ich krieg's nicht raus, jetzt habe ich. Und zwar ist das hier eine Ampulle. Da steht drauf Glow and Shine Konzentrat. Ja. Finde ich toll, kann man auf zweimal verwenden, da ist genug drin. Ja, mag ich sehr. Tue ich mir erstmal beiseite. So, dann geht's weiter. Mein Extra Kick Pflege steht hier. Und noch eine Ampulle. Und zwar Vitamin C Konzentrat. Cool, ja, das gefällt mir auch. Genau, das werde ich dann auch mal auf die Seite packen. So, dann geht's weiter mit einer Handcreme. Guck mal, wie süß die ist. Oh, das Packaging ist total nice. Handcreme, 24 Stunden Pflege. Ja. Finde ich total cool. Muss ich haben. So, dann. Tschüss, Adventsstress. Cremeöldusche. Auch das gleiche Packaging, das gleiche Design. Ja. Mit Mandelöl, genau. Cool. Sind auch 30 Milliliter drin. Kann man ein paar Mal verwenden, finde ich gut. So, dann, aha, ein Invisibobble, sowas ähnliches, so im weihnachtlichen Design, so rot, samtig, finde ich auch schön. So, dann haben wir hier ein Bodyfluid, also sowas wie eine Bodycreme. Für seitlich zarte Haut. Genau. Sehr schön. Gefällt mir. Kann ruhig so weitergehen. Okay, jetzt das nächste Türchen. Und da ist drin so ein ja, Make-up-Schwamm. Für Puder. Ja, ich denke für Puder. Dass man hier so die Finger durchstecken kann und dann den Powder Puff hat, ja. Ich benutze zwar keinen Puder, aber vielleicht findet sich jemand, den ich das so vermachen kann. Nächstes Türchen. Eine Body Lotion. Ja, eine Body Lotion. 20 Milliliter. Hydratisierend. Ja. Okay. Das nächste Produkt ist ein Shampoo für glänzendes Haar. Da bin ich mal gespannt, ob hier auch noch die Spülung drin ist. Wir werden mal schauen. Ich mache das nächste Türchen auf. Und da ist drin ein Handpeeling. Finde ich super. Macht schöne, weiche Hände. pH-haltneutral steht drauf. Ja, schönes Produkt. Freut mich.
Als nächstes. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Sorry. Als nächstes haben wir hier eine Relax-Maske mit Kakaobutter. Yeah! Finde ich toll. Ist eine Creme-Maske. Sind 8 Milliliter drin. Das kann man auch auf zweimal verwenden. Finde ich gut. Bin mal gespannt, was die macht. So, als nächstes ein Overnight Lip Balm. Also sowas wie eine Lippenmaske. Das finde ich toll. Mit Vitamin E. Was steht hier drauf? Ja, Notinhaltsstoffe. Ja, ich denke mal, das wird sowas wie eine Lippenmaske sein. Weil Lip Balm Overnight, ja, kann ich mir halt nur so vorstellen. Muss ich mal ausprobieren. Okay. Dann haben wir eine Haarmaske. Pflegt intensiv. Genau. Hier hat man doch schon mal das Shampoo. Jetzt haben wir die Haarmaske. Genau. Okay, keine Spülung, aber ist sogar noch besser. Gefällt mir. Dann mache ich das nächste Türchen auf. Und da ist drin ein Serum. Ich wusste gerade erstmal im ersten Moment gar nicht, wie ich das anwenden soll. Aber hier hinten drauf steht, das Isana Overnight Serum hilft dabei, die Haut über Nacht zu regenerieren. Sie wird mit Sheabutter und Sojaöl streichelzart gepflegt. Mhm. Ist ja krass, aber in so einer Verpackung finde ich das eigentlich nicht so toll, weil dann ist das ja offen und da kommt Luft dran und na, das Packaging hätte man vielleicht ein bisschen klüger wählen können, aber na gut. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Dann das nächste Türchen. Achtung, meine Kette. Das nächste Türchen ist ein AHA-Peeling. Auf sowas stehe ich ja, sowas mache ich ja regelmäßig. Mhm. Steht drauf, Poren verfeinern. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Okay, super. Und wir haben noch ein paar Türchen. Hier ist drin. Oh, süß. Das ist ja cool. Jetzt kriege ich das hier gerade gar nicht raus. Ah, da ist so ein Kleber drin. Okay. Eine kleine Glasnagelfeile. Das ist toll. Mein Freund, der braucht nämlich eine neue Nagelfeile und er findet die aus Metall nicht so gut für seine Fingernägel. Deswegen werde ich ihm die geben. Das ist toll. Der würde sich bestimmt freuen. Jawohl. Ich packe die mal schnell wieder hier rein, wenn ich das jetzt so auf der Schnelle hinkriege. Ja. Okay. Dann dürfen wir gespannt sein auf das nächste Türchen. Und das sind Augenpads. Yeah! Abschwellend und erfrischend mit Panthenol. Ne? Die werde ich auch mal testen. Ich kaufe ja selten Augenmasken, weil die halt so viel Müll verursachen und das halt nicht so gut für die Umwelt ist. Aber hier scheint wirklich bloß die Umverpackung zu sein und die Teile da drin. Also ist nicht ganz so schlimm. Wenn es im Kalender sind, werde ich sie verwenden. Ansonsten kaufe ich mir nämlich keine. Als nächstes ist hier wieder eine Ampulle drin. Und zwar steht drauf Panthenolkonzentrat. Das ist super, weil Panthenol macht die Haut nämlich sehr, sehr weich und so glatt und angenehm. Da freue ich mich schon drauf, die zu verwenden. So, ein paar Türchen haben wir noch. Und ich zaubere hier als nächstes noch eine Ampulle heraus. Da steht drauf Ceramidkonzentrat. Das lässt sich ein bisschen schwer lesen jetzt, aber es ist ein Ceramidkonzentrat, ja. Da bin ich auch mal drauf gespannt, weil Ceramidpflege direkt an sich habe ich noch nicht verwendet. Da bin ich mal gespannt, wie meine Haut damit zurechtkommt. Ja. Oh, ich sehe schon. Meine Sammlung wird größer.
Ein Lip Balm. Toll. Lippenpflege Lovely. Die hat auch einen sehr angenehmen Duft und wie ihr gesehen habt, eine sehr schöne, leicht getönte Farbe, ja. Super. Wie gesagt, wandert gleich mit in meine Sammlung. Ich habe nämlich noch ein paar von der Sorte. So, drei Türchen haben wir noch, dann sind wir durch. Und hier im ersten habe ich die Spülung gefunden zum Shampoo. Ja, Fülle und Glanz steht drauf. Das ist super, das werde ich verwenden. Definitiv. So, wir nähern uns langsam dem Ende. Das vorletzte Türchen ist eine Cremedusche. Ein bisschen unspektakulär, aber mal gucken. Wir können ja mal aufmachen. Oh ja, der Duft ist, denke ich mal, im ganzen Kalender so gleich, sage ich mal, vom Duft her so, dass sich das alles durch die Produkte zieht und finde ich eigentlich gar nicht mal so übel. Und wisst ihr was? Es ist nur noch ein Türchen und das ist die 24 und das machen wir jetzt zusammen auf. Ja, und die 24 ist ein Haarband, das kann ich mal auspacken. So. Ja, das muss man erstmal waschen. Aber hier so ein Haarband zum Abschminken und zum Gesicht waschen, finde ich auch gut. Ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dem Kalender. Ich freue mich drauf, die Produkte zu verwenden und zu benutzen. Und ja. Das war's dann erstmal mit dem Video und ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Adventszeit. Und ja, wenn die dann mal losgeht, wir sind ja alle jetzt schon ein bisschen früh mit den Unboxings vom Adventskalender. Aber wenn es dann soweit ist, wünsche ich euch eine super Adventszeit und wir sehen uns bis dahin sicherlich nochmal wieder. Bis dann!